Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Minecraft. So, diesmal aber werden wir nicht unter die Erde gehen, sondern hier oben bleiben. Da jetzt Nacht ist, die Nacht hat gerade angefangen, ja. Okay, dann werden wir auch hier bleiben, im Hause nämlich. Und erstmal hier eine kleine Wohnungseinrichtung machen. Ja, und dazu brauche ich jetzt erstmal allerlei Gerümpel. Oder nee, ich habe eine Idee. Wir fangen mal hinten an. Da sind schon mal Betten hier. Da könnten wir noch sowas hinstellen. Ofen. Nö, eigentlich nicht. Wir könnten auch ein bisschen Teppich brauchen. Oder sowas hier, so eine Couch hinstellen. Ja, genau. Also dann. Bilder sind natürlich auch nicht verkehrt. Hier ist noch ein Bett hier. Oh ja, Kisten. Bücherregal ist auch nicht verkehrt. Davon nehme ich auch mal was mit. Blumentöpfe, den einen oder anderen. Könnten wir auch nehmen. Bücherregal. Achso, ja, genau. Ja, dann habe ich doch eine Idee. Ja. Okay, gut. Moment. Ich muss erstmal noch ein bisschen Sachen einsammeln hier. Braun, gelb, ja. Gelb können wir nehmen. Und um Licht müssen wir uns auch noch kümmern. Ja, machen wir auch hier mit. Okay, gut. Lass uns mal anfangen hiermit. So, hier, das war ja, ja genau, da hinten, der Raum, okay, dann lass uns mal Betten hinstellen. Da könnte man zum Beispiel hier mal eins hinstellen, ja, da vorne neben der Tür nicht unbedingt, allerdings können wir die Tür ja auch noch ein bisschen versetzen. Schauen wir mal, wie das aussieht, wenn wir die Tür dahin machen. Dann ist die so. Ja, nö. Wir könnten sie. Ja, deine Mitte. Nö, wir lassen sie einfach so. Dann kann da noch ein Bett hin. Jetzt haben wir zwei. Dann stellen wir da noch eins hin. So. Und da vorne noch eins. Dann haben wir vier Betten. Und das muss dann genügen. Machen wir das so? Nö, das machen wir. Moment. Dahin. So. Dann will ich noch ein paar Kisten verteilen. Ah, habe ich nur zwei da. Ja gut, dann heißt das, wir müssen nochmal nach unten und uns ein paar Kisten holen. So, hier drin. Ja, guck mal hier, da jede Menge Kisten. Sehr gut. Für Licht müssen wir auch noch sorgen. Ha, das kommt noch. Ganz zum Schluss dann. So, da eine Kiste, da eine Kiste, da eine hin. Und du kriegst da auch einen hin. Und dann wäre das. Oh ja, ich habe eine Idee. Vielleicht machen wir das mit Bücherregalen hier so. So ein Nachtschränkchen hier. Nee, das sieht nicht gut aus. Habe ich jetzt das ganze Ding wieder? Nee, es geht auch kaputt. Und ich krieg Bücher wieder. Okay, gut. Das heißt, diese Dinger mit Vorsicht setzen. Immerhin kriege ich die Bücher wieder. Die sind ja etwas aufwendiger herzustellen. Von daher ist das ja schon mal nicht verkehrt, diese wieder zurückzubekommen. Oh ja, hier Blumentöpfe, sehr gut. Und dann hier, ich brauche die kleinen Blumen, hier so, so. Und da noch was, ja, das reicht. Tulpen will ich da nicht nehmen. Dann brauche ich... Ja, wir könnten die hellen... Ich nehme diese hier. Wir versuchen es mal. Das mit diesen Nachttischen. Ja, das ist okay. Oh, da müssen wir da noch einen hinmachen. Haha, sehr gut. Passt das hier? Ja, das ist bei den anderen ja auch so. Werkbänke haben wir hier. Machen wir da eine Werkbank hin. Oh ja, wir müssen noch. Ja, stimmt. Wir müssen noch Kleiderständer machen. Das heißt, nochmal nach unten. Und mal in den Kisten gewühlt, ob denn da was drin ist. Ich habe sie doch mal sortiert. Da war Holzzeug drin, genau, okay. So, hier. Ha, hier ist auf jeden Fall schon mal das, was ich gesucht habe. Hebel. Hebel, wenn ein Haken. Aber jetzt machen wir erstmal was damit. So, da könnten wir auch
Na gut, einen da. Oh ja, da passt natürlich einer hin. Und hier vorne. So, das muss genügen. Dann brauchen wir noch ein paar Bilder an die Wand. Das ist relativ einfach hier jetzt in dem Raum. Boah, so. Dahin ist das gleiche. Ja, das ist das gleiche. Nee, dann. Das probiere ich mal aus. Ja, ob das geht. Oh ja, da könnten wir auch so ein großes hier machen. Nee, ein großes meine ich. Nee, auch nicht das. Ganz groß. Ja, genau das hier. Dann machen wir das so. Und da kann auch so eins hin. Nee, ein großes. Und Zweier in Zweier Höhe. Ist das gleiche. Hat lange gedauert. Nee, ach so. Ja, jetzt wollte wieder eins, aber ist auch das gleiche. Dann lassen wir das eben. Oder nee, wir machen einfach ein kleines hin, da und ein kleines dahin. So, hier passt auch noch ein kleines hin. Und Blumentöpfe. Machen wir einen dahin, da drauf. Ja, das geht sogar. Da noch einen hin und... Ja, ich will jetzt nicht unbedingt da einen draufstellen. Die Fackeln mal weg. Ja, Licht. Hm. Was machen wir mit dem Licht? Oder habe ich jetzt auch Rahmen? Ja, habe ich auch mit. Okay, dann will ich auch noch Rahmen hinmachen. Aber ich sollte erstmal Licht machen. Ich sehe ja sonst nichts. So, machen wir da noch was hin. Und da noch was. Oder machen wir zwei hin. So, dann will ich mal Blumen verteilen. Da die gelben und... Ja, so viele Blumentöpfe habe ich ja gar nicht. Ist ja jetzt das Ding. Wir nehmen mal die große blaue dahin. Da und... Dies hier. Waren das nur drei? Ja doch, es waren nur drei. Ich muss jetzt erstmal für Licht sorgen. Okay, Moment. Ich sehe hier nichts mehr. Einmal Licht. Wo machen wir das hin? Geht das auch, wenn ich das... Nee, dann ist es kein Licht mehr. Okay. Alles gut. Dann machen wir mal da ein Licht hin. Hm. Ja, das war jetzt ein guter Platz für Licht. Und vielleicht dahin. Und das muss genügen dann. Wie sieht's aus hier mit dem 8? Ja, ach, das würde ich sagen, das reicht. Na gut, dann... Moment, das kann ich wieder... Ja, gleich. Um den... Teppich. Hier mal ein bisschen was. Und da den gelben. Das muss dann genügen. Und noch was für die Rahmen. So, jetzt machen wir das wieder aus hier. So. Kriegst den hier. Du kriegst den hier. Und ihr kriegt... Ihr anderen Beine hier kriegt gelbe da. So und so. Ja, passt doch. So. Ja, was machen wir jetzt da rein? Da gehen wir einfach mal nach unten und schauen mal nach. Oh, draußen jetzt hell. Ja, dann gehen wir gleich nach draußen. Und machen wir den Wegen weiter. So, also jetzt aber erst nochmal das hier. Okay, ich will ein bisschen geordnet ausräumen. Ah, jetzt habe ich keine Bücherregale mehr. Ja, das macht nichts. Die bauen ja dann woanders hin. Das kann alles weg. Und das hier. Das kann alles raus hier. So, das muss wieder. Ne, das kommt weg hier. So, so und so. Was wollte ich jetzt noch machen? Ah ja, Sachen für das Dings hier, genau. Ja, was könnten wir denn da reinsetzen? Oh, was sehe ich denn da? Einen Haken oder sogar 22 gleich, aber einer, zwei oder so könnten ja genügen. Ich will das mal mit einem Bild ausprobieren. Da könnten wir sowas nehmen. Ja, und sowas hier. Und sowas auch noch. Oder hier. Ja, doch, hier sowas da. Und auch sowas da. Das gefällt mir. So, ich glaube, das reicht. Für die ganzen Rahmen. So, und wo jetzt noch ein Haken hin? Das machen wir weg. Da kommt ein Haken hin. So, sowas dahin. Dann mal da, damit das mit dem Bild ausprobieren. Ja, okay. Gut. Das machen wir so. Da sowas hin, dann kommt der Kollege dahin und das machen wir dahin.
Na, dein. Und dann haben wir da noch was. Da kann das hier hin. Ich habe da was gehört. Ist da was weggegangen? Nö. Nö, es sieht alles noch so aus, wie es mal war. Okay. Sollte so passen. Jetzt haben wir noch einen Rahmen übrig. Da kommt da ein. Und was kommt da drauf? Da will ich jetzt aber was anderes drauf haben. Etwas, was wir noch nicht hatten. Na gut, da müssen wir uns was holen. Irgendein interessanter Gegenstand wird schon noch da sein. Vielleicht hier drin? Oh ja, so. Sowas hier. Das da. Nee, aber eins... Warte mal. So, alles aufnehmen, eins da lassen. Und der Rest kann auch wieder zurück. Okay, der ist ein Technikfanatiker. Der kriegt sowas. Und dann geht's nach draußen. Wo war das denn nochmal? Da. Hinten in der Ecke. So. Ja, schön. Das finde ich cool. Das ist lustig. Okay, gut. Also dann, auf nach draußen. Hier drin ist ja sonst alles fertig. Aber wollen wir da noch eine Tür hinmachen? Ach doch, ja. Ich will da noch eine Tür hinmachen. Das sieht ohne Tür ein bisschen doof aus. Ist nur die Frage jetzt, welche Tür? Ja, so eine ganz einfache. Ja, doch, genau. Das ist okay, finde ich. So, aber jetzt freue ich mich schon darauf, nach draußen zu kommen. Hier machen wir das so. Ja, das machen wir so. Ja, das ist okay. Gut, haben wir einen Raum eingerichtet. Sehr schön. Wurde auch mal Zeit, dass wir hier wieder weitermachen. Gut, aber jetzt nach draußen und Wege machen. Freue ich mich jetzt auch schon drauf. Ich bräuchte nur Kies. Das ist grobe Erde. Da haben wir noch normale Erde. Soll das heißen, ich habe gar keinen Kies da? Warte mal, hier nochmal ordentlich sortieren hier. Oh, nee, Moment, warte mal. Was war das hier? Der grobe Erde, okay, ja. Nein, ich will Kies haben. Haben wir hier sowas wie Kies? Da vielleicht? Da haben wir Kies. Oh ja, da ist noch mehr Kies. Und da auch. Ja, das war's an Kies. Gut, dann bleibe ich erstmal bei dem Kies hier. Und jetzt müssen wir uns mal einen Überblick verschaffen hier. So, wir haben also hier so ein bisschen Weg. Wir könnten erstmal Wege anlegen, wo es denn sinnvoll ist. Zum Beispiel hier. Dass wir hier noch einen weiter... Oder hier, da, genau. Ja, das machen wir doch einfach mal. Wir führen hier einen Weg hin und den führen wir dann hier... gemeinsam weiter. Ich pudel mal ein bisschen weg hier. So, da muss aber auch das noch weg und das weg. Ja, das. Ach so, Moment mal. Das muss ich ja so machen. Ja, ja, Schlange, ich habe dich schon gehört. Gib Ruhe jetzt. Okay, ja. Ich lege mal den Weg an, denn da soll ja auf jeden Fall was hin. Mhm. Haben wir anderen. Die Treppe ist natürlich. Nicht aus Kies. So, und dann müsste da eine Treppe hin. Ja, dann könnten wir aber den Zaun hier praktisch weiterführen. Ja. Okay, mal schauen. Dann diese beiden weg hier. Und dann mache ich jetzt erstmal hier noch den Weg. Und dann aber hier. Das soll dann der Weg sein, der da weiterführt. Wohin, werden wir dann sehen. So. Zwei Wege zusammengeführt. Nee, dann will ich da noch was hinmachen. Da. Das heißt aber auch, da muss noch was hin. So, und da muss Erde hin. Ja, ich habe Erde da. Okay. Nein, Erde hier so. Nicht Fressalien. Und da kommt auch wieder Erde hin. Und da müssen wir Stufen hinmachen. Oder Treppen. Ja, Stufen, Treppen. Ja, da kann man ruhig Stufen hinmachen. Da brauche ich aber eine Werkbank. Ah, nee, ich habe ja eine mit. Ich habe ja eine mit im Inventar. Das ist ja genau für diesen Zweck hier auch vorgesehen. Hier sogar zwei. So. Das heißt, wir brauchen das hier. Ja, genau. So ein flacherer Aufgang finde ich irgendwie angenehmer.
Ach ja, aber hier jetzt noch Zaun. Richtig. Das heißt, wir machen hier das nochmal weg. Und das auch. Und das werden wir einfach mit Bruchstein auffüllen. Und dann mal schauen, wie das aussieht. Ob das was taugt oder nicht. So, Bruchstein haben wir hier noch eine ganze Menge. Wegen des Zaunes müssen wir nach drinnen gehen und in der Holzkiste gucken. Oh, was war das jetzt für ein Zaun? Na toll. Schwarzeiche? Nee, oder Fichte? Oder was war das jetzt für ein Zaun? Ach man, also der war es nicht. Ich nehme mal jetzt den hier mit und den hier. Und nee, der war das Audi, aber ich nehme das mal mit. Ich brauche mal Fichtenholz. Fichtenholz hier. Und diese Dinger hier. Ich mache mal Fichtenzaun. Beim Zaun waren die Dinger außen. Nee, gar nicht wahr. Eben gerade nicht. Das war bei den Gattern. So, macht euch hier was hin. Genau.